Endlich gibt es das große Finale vom Promi-Büßen 2023. Und obwohl ich eigentlich erst dachte, die letzte Folge war schon das Finale und deswegen ganz überrascht war, dass es diese Folge überhaupt gibt, werde ich sie natürlich trotzdem kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und das große Promi-Büßen kannst du immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Pro7 schauen oder jederzeit bei join.de. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wie so oft fangen wir mit einer Mini-Zusammenfassung der letzten Folge an. An deren Ende mussten ja gleich zwei Promis gehen. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Patricks Auszug bewegte Gloria zu einer drastischen Entscheidung. Leute, Patrick war meine Bezugsperson und ich habe keinen Bock mehr, ich packe meine Sachen, ich gehe. Ja. Love Island wäre dann die richtige Show. Ja, damit ist dieses neue Liebespärchen dann auch direkt mal rausgeflogen. Ziemlich ekelhaft an dieser Stelle. Übrigens, wenn man sich vorstellt, was die beiden jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit schon im Bett tun. Und es gab dann auch direkt eine Nominierung, was ein wirklich komischer Anfang für eine Folge ist. Aber trotzdem hat ein Kandidat auf jeden Fall viele Stimmen gesammelt. Ja, Jürgen, mein Bester. Jetzt geht's ins Finale. Deswegen habe ich gedacht einfach, Digga, schafft das nicht. Wird bremslich. Wird bremslich, genau. Ja, also man merkt schon, Jürgen sammelt viele Stimmen. Erik dann nach und nach aber auch wirklich. Das scheint ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu werden. Erik, ich nominiere. Einmal Jürgen. Jürgen. Erik. Also Jürgen. Am Ende bekamen dann beide sogar gleich viele Stimmen und es gab eine Stechwahl und da bekamen auch wieder alle gleich viele Stimmen, zumindest bis Dani dran war und die musste sich dann so gesehen entscheiden. Und wenn man Dani Büchner als Zünglein an der Waage hat, dann kann es nur schrecklich werden, oder? Erik. Ich kann dich doch nicht gehen lassen, Mann. Ja! Oh, danke schön. Ohne Erik ist ja auch ein bisschen langweilig, weißt du? Dankeschön, 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 Dankeschön. Alles andere wäre eine Frechheit gewesen, ja? Wirklich alles andere wäre eine Frechheit gewesen, wenn Erik Sindermann wirklich Promi-Wissen verlassen hätte müssen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich persönlich finde eigentlich Jürgen wesentlich sympathischer. Zugegebenermaßen muss ich aber sagen, Erik ist wirklich sympathischer. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Nichtsdestotrotz muss der Altdetektiv jetzt also gehen. Und ich werde nie die Frage beantwortet bekommen, ob er jetzt eher Sherlock Trovato oder Jürgen Holmes heißt. Grundsätzlich muss ich aber sagen, er war in diesem Format meistens ganz okay. Es ist, was ich mitnehmen werde vom Promi-Bösen. Durch die Situation hier erinnert man sich immer wieder dran, dass es auch mal schlechte Zeiten gab. Man sollte dennoch nicht vergessen, es gibt Menschen, die durchaus noch schlechter leben wie hier bei Promi-Büßen. Ja, genau. Jetzt gilt es, seine eigene positive Geschichte zu schreiben und das Kapitel der Buße für immer zu schließen. Ob er das schafft, weiß ich nicht. Und ob das die Kandidaten schaffen, die noch da geblieben sind, das weiß ich auch nicht. Denn irgendwie ist am nächsten Morgen eine ganz komische Stimmung. Und die sorgt dafür, dass Dani Büchner gleich mal 40 Jahre älter aussieht. Huch, was ist denn mit Dani passiert? Hat ihn ein Geist gesehen? Ich habe so beschissen geschlafen. Ich schwöre, mir glaubt keiner. Hier war ein Frosch. Ein Frosch in so einer zerklüfteten österreichischen Landschaft irgendwo in so einem Metallbunker. Na, das klingt jetzt ein bisschen unrealistisch. Nichtsdestotrotz hat Dani natürlich versucht, nachts alle deswegen verrückt zu machen. Wieder alle mit den Streichhölzern. Die Kröte am Suchen gewesen. Ich suche ihn so, weil da kein Licht drin war im Camp. Such den Frosch, aber finde nichts, Mann. Am Ende gab es den Frosch dann aber wohl irgendwie doch. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie beim Dschungelcamp, obwohl das ja demnächst erst anfängt. Übrigens ab 19. Januar auch täglich hier auf meinem Kanal. Und nachdem die Suche dann beendet war, gab es auch direkt die nächste Hiobsbotschaft von Pro7. Also eigentlich alles wie immer. Liebe Promis, es ist an der Zeit, Tacheles zu reden. Was? Alter, mein Lieber, das ist ja wieder was ganz anderes, ey. Es kommt immer wieder anders, wie man denkt. Wer hat das große Promi-Büßen genutzt, um die Vergehen zu bereinigen und das Image aufzupolieren? Und wer ist sich keiner Schuld bewusst und hat im Camp die Füße hochgelegt?
Ich weiß es alle. Das gilt allerdings nicht. Und tatsächlich ging es dann darum, dass die Hilfsersatzstars nach und nach auf bestimmte Fragen antworten sollten, wer ihrer Meinung nach in dem entsprechenden Feld der unangenehmste Charakter ist. Ja, und bei der Frage, wer ist am egoistischsten, kann die Antwort wirklich nicht überraschen. Am egoistischsten finde ich den Erik. Ich glaube, er würde fast über Leichen gehen und deswegen finde ich ihn ein bisschen egoistisch. Erik ist am egoistischsten. Safe. Immerhin, das muss man Erik aber wirklich lassen, weiß er das auch. So sehr, dass er sich sogar selbst nimmt. Beweist das dann eigentlich, dass er wirklich egoistisch ist? Oder beweist es, dass er doch nicht so egoistisch ist? Ach, keine Ahnung. Am egoistischsten ist ganz klar, das bin ich. So war ich schon immer. So wurde ich damals auf der Sportschule erzogen. Dementsprechend, das bin ich. Allerdings gab es auch eine andere Kandidatin, die bei vielen Fragen durchaus ein paar Stimmen gesammelt hat. So zum Beispiel auch bei der Frage, wer hat den Sieg am wenigsten verdient? Und ja, dem muss ich mich leider auch schon wieder ein bisschen anschließen. Ja, am wenigsten verdient hat es Yvonne, weil sie meiner Meinung nach nichts mehr zu büßen hat. Am wenigsten verdient hat es Yvonne. Und die Geschichte, die dahinter ist, so ein bisschen schwammig. Ist es eine Lüge? Ist es die Wahrheit? Am wenigsten verdient hat den Sieg, leider Gottes, Yvonne. Und das stimmt meiner Meinung nach wirklich, weil das Problem bei Yvonne ist so ein bisschen, die macht halt eigentlich gar nichts. Also die ist weder besonders unterhaltsam noch besonders interessant, außerdem ist sie auch schon komplett auserzählt. Na gut, am Ende mussten aber trotzdem dann noch die Leute jetzt nochmal auswählen, ob jetzt Erik, der hatte viele Stimmen, oder Yvonne gehen soll. Ja, die haben mir, glaube ich, gerade einfach zugehört, weil ihre Begründung war ungefähr dieselbe. Wir haben viel geredet, wir mussten Einigung finden. Und ich muss leider sagen, ey, Erik, es tut mir echt leid, ne? Aber dieses Mal haben wir uns für dich entschieden. Du bist weiter. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Nein! Ich bin weiter! Oh, danke. Bin ich eigentlich der Einzige, der es mega komisch findet, dass Erik bei den anderen Kandidaten so hoch im Kurs steht, weil er behandelt die doch eigentlich immer nur komplett wie Scheiße, oder? Aber nichtsdestotrotz muss Yvonne gehen. Aber ich glaube, für ihr Leben ist das gar nicht so schlimm, denn jetzt hat sie wieder jeden zweiten Titel in der Bild-Zeitung und kann wieder irgendwas über Iris Klein sagen. Gän. Mach's gut, Yvonne. Tschüss. So, dann sage ich mal Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Nö, nee, du lass mal und vor allen Dingen nicht im Dschungel, wenn ich es mir aussuchen darf. Ja. Danach gab es dann für die übrig gebliebenen Stars direkt wieder ein Spiel, bei dem es allerdings nicht darum ging, wer jetzt weiter ins Finale einziehen darf, sondern um die Gesamtgewinnsumme. Das ist jetzt auch irgendwie so ein neues Ding bei den Sendern, ne? Und damit sparen die immer ganz viel Geld. Eigentlich ziemlich klug, aber worum geht's denn eigentlich? Ihr spielt heute gemeinsam darum, wie hoch die Gewinnsumme im Finalspiel sein wird. Maximal 50.000 Euro können erspielt werden. Mit Hilfe von langen Holzstöcken müsst ihr verschiedene Gegenstände ins Ziel tragen. Mit der Hand anzufassen ist verboten. Fällt ihr euch auf dem Weg herunter, ist die Summe für immer verloren. Oh oh, ein Spiel, bei dem es also vor allen Dingen auf Strategie und Teamwork ankommt. Und wisst ihr, was die Stars dort überhaupt nicht können? Strategie und Teamwork. Aber mal gucken, vielleicht läuft sie am Anfang wenigstens noch ganz gut. Warte. Komm mal her. So, komm mal her, so. Bis zum Roten hin. Komm mal ganz easy und dann gehen wir so rüber. Ja, dann gehen wir so rüber. Komm, lass doch rüber, oder? Nee, dürfen wir noch nicht. Dürfen wir noch nicht? Ruhe, ich ruhe. Ruhe, ruhe. Ruhe, ruhe. Ruhe, mein Gott. Alter, die reden ruhig und fliegen gleich aufs Maul. Wenn ihr so das macht, verlieren wir das Spiel. Ja, deswegen ruhig. Gar nicht schlecht, aber interessant, wie faszinierend die sich schon wieder die ganze Zeit am Angiften sind. Und man muss sagen, dieser Autoreifen war wahrscheinlich mit Abstand das leichteste. Da gab es auch noch ein paar schwierigere Dinge. Ja, und bei denen hat es dann nicht mehr so funktioniert. Eins, zwei, ihr müsst euch beeilen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, Beilung, eins, zwei, nein, nein, nein. Wenn einer eine falsche Position hat oder einer zu hektisch wird, fällt sofort was runter, wie man gesehen hat. Blöd. Aber daraus haben die ja bestimmt ganz viel gelernt und solche Fehler unterlaufen ihnen jetzt nicht mehr. Oder sie bleiben halt so, wie sie nun mal sind. Nein, nein, nein! Nicht zurück, genau so, genau. Erik zuhalten.
Nach und nach wurden dann ein paar Gegenstände verbaselt. Insgesamt muss man aber auch sagen, haben sie es nicht schlecht gemacht, aber auch sehr laut und mittelgradig nervig. Und ehrlich gesagt wäre ich auch okay damit gewesen, wenn die Gesamtsumme am Ende nur noch 4 Euro oder so gewesen wäre. Dann wäre es wenigstens fair. Ihr habt euch insgesamt eine Summe von 43.000 Euro erspielt. Stark. Um das Geld spielt ihr morgen gegeneinander im Finale. Ey, stark. Ey, komm, stark, das ist nicht die Welt gewesen, Alter. Ja. Nicht schlecht, das war jetzt aber eindeutig zu positiv. Und das Spiel heißt ja eigentlich immer noch das große Promi-Büßen. Und genau das gab es dann auch nochmal. Es gab nämlich nochmal ein Team-Büßen, bei dem nochmal so ein bisschen reflektiert wurde, ob die Stars sich jetzt wirklich verbessert haben oder nicht. Und eigentlich hat in der ersten Gruppe nur eine Person da wirklich positive Stimmen bekommen. Was sagt ihr? Wer von euch hat hier die weiteste Reise gemacht? Christine. Die stärkste Entwicklung? Also ich denke, Christine. Ja. Christine hat am meisten reflektiert, am meisten abgeliefert und bei ihr merkt man die Veränderung halt. Am Anfang wurde sie halt nicht so gemocht, ne? Und hatte viel Beef hier und heute hat sie es geschafft, dass sie keiner wählt, ne? Und da muss ich tatsächlich auch sagen, dass ich zustimmen würde. Denn es gibt wirklich ein paar Stars, die haben eine kleine Entwicklung gemacht. Leon würde ich auch schon so ein bisschen dazu zählen. Also nicht unbedingt, wenn man sich die YouTube-Videos nach dem Format anguckt, aber immerhin in dem Format. Aber bei Christine ist es so, dass man wirklich das Gefühl hat, dass da so eine Art innere Einsicht stattgefunden hat. Und wenn das, was sie gleich sagt, stimmt, ja, dann ist sie bald in Zukunft vielleicht wirklich ein besserer Mensch. Und das ist das Besondere an dem Format, finde ich. Das versucht wirklich ein bisschen zu erziehen. Ich wurde immer älter und mein Sozialverhalten eigentlich immer schlimmer. Ich möchte mir wirklich auch Hilfe suchen und ich glaube auch die ein oder andere Entschuldigung, ob öffentlich oder innerhalb meiner Familie, muss ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Die kleine Christine als große Überraschung. Cool, und es würde mich sehr freuen, wenn das stimmt. Die nächste kleine Büßerrunde, das waren dann Steff und Dani. Und auch hier ging es natürlich darum, wer hat sich jetzt mehr verändert, sage ich jetzt mal. Und ich glaube tatsächlich, dass bei Steff was passiert ist. Denn der war ja sonst immer so ein richtig ekliger, misogyner Macho. Aber er hat sich jetzt wirklich vorgenommen, auch nach der Show ein bisschen was besser zu machen. Ich weiß natürlich nicht, ob er es dann wirklich getan hat. Ich würde seiner Ex-Ehefrau aber sehr wünschen. Ja, das Putzen ist einfach jetzt, das bringt keinen Spaß, ganz ehrlich. Aber ich habe auch gesehen, wie anstrengend es ist und wie schwer das ist. Und Peggy hat ja immer Rückenschmerzen, zum Beispiel beim Fegen und beim Saugen. Und das habe ich mir selber geschworen, das werde ich auf jeden Fall abnehmen. Ganz klar. Finde ich toll. Aber bin ich eigentlich der Einzige, der das Gefühl hat, dass Steff von seiner Peggy immer noch so spricht, als wären die noch mega zusammen? Weil eigentlich sind die offiziell getrennt, oder? Oder bin ich da nicht auf dem neuesten Stand? Naja. Kurz darauf war das aber auch schon wieder vorbei und es sollte dann natürlich langsam ein bisschen darum gehen, wer kommt jetzt ins Finale. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht ganz verstanden habe, waren die Stars der Meinung, es müsste sich um eine große Matheaufgabe handeln. Gar keinen Sinn ergibt. Aber egal, Erik hat jedenfalls schon mal davor geübt, was gar keinen Sinn ergibt. 7 mal 9 sind 72, 8 mal 9 sind 81, 9 mal 9 sind 90. Na, hoffentlich kommt jetzt keine Rechenaufgabe. 9 mal 9 ist schließlich 81 und nicht 90. Ist aber auch wirklich völlig egal, was Erik da rechnet, weil natürlich wurde den Hilfsersatz-Möchtegern-Promis nicht zugeordnet, dass sie rechnen können. Ich glaube, so verrückt ist ProSieben auch nicht. Sondern man sollte sich eigentlich nur in der Gruppe jemanden aussuchen, dem man am meisten vertraut. Und leider durfte man nicht keinen nehmen. Okay, wir beide sagen Dani. Mir ist es egal. Ja, aber ihr müsst so entscheiden. Der kann sein, dass der dann Spiele entscheidet für uns, die uns dann schwerfallen. Eine weise Entscheidung. Eine weise Entscheidung. Eine weise Entscheidung. Weise bedeutet ja immer eine Entscheidung, die du triffst. Das hat ja nichts mit Spiele zu tun. Ja. Kann alles sein. Ne? Wir wählen Dani. Dani. Okay, also wenn du von 5 Leuten, die noch übrig bist, Dani Büchner als deine Repräsentantin auswählst, dann weißt du auch relativ schnell, du bist am Arsch. Allerdings ist Dani in dem Format eigentlich durch die Bank ganz lieb und ihre Aufgabe war dann, einen Promi zu bestimmen, der sofort im Finale ist. Eine große Verantwortung. Da ich denke, dass es mutig ist, wenn man oft einen aufs Maul kriegt und oft ausgeschlossen wird und ja, ein bisschen Angst hat, chancenlos sich sieht, habe ich das fairerweise und ich hoffe, ihr seid nicht böse, Christine genommen.
Und da muss ich wirklich sagen, das fand ich cool und auch ziemlich groß von Dani. Man darf ja nicht vergessen, sie hat sich mit Christine gerade in diesem Format auch die ganze Zeit gebieft. Und natürlich kann es sein, dass Dani das jetzt auch ein bisschen für PR und so macht. Aber ich würde ihr jetzt einfach mal unterstellen, das hat sie wirklich gemacht, weil sie es so empfindet. Und das fand ich cool. Danach wurde dann nochmal innerhalb der Gruppe gewählt, wer die nächste Entscheidung treffen soll. Die Wahl fiel auf Leon. Auch ein ziemlich verzweifeltes Zeichen. Und der sollte dann jemanden bestimmen, der sofort im Finale ist. Und jemanden, der sofort rausfliegt. Und der war total verzweifelt. Und ein bisschen habe ich ihm das sogar abgenommen. Warum können wir nicht einfach eine Challenge machen, wo es einfach Kopf an Kopf geht? Der bessere möge gewinnen, fertig. Warum muss so eine Scheiße kommen? Wenn ich das wähle, ich bin der Arschloch der Nation, Mann. Ich kann das nicht machen, Mann. Ich dachte hier, Challenge vorlesen oder so eine Scheiße, Alter. Meine Fresse, irgendeine Mathe-Richtung und so. Und dann kommt hier so eine Scheiße, die mein Leben verändert, ey. Scheiße, Alter, was für... Ja, Leon, das hilft aber nichts. Und ganz ehrlich, ich fand wirklich, dass du in dem Format die meiste Zeit total cool warst. Warum machst du jetzt wieder so beschissene Videos, insbesondere zusammen wieder mit Red? Könnt ihr das nicht einfach mal bitte lassen? Aber okay, jedenfalls musste Leon dann natürlich noch seine Entscheidungen verkünden. Angefangen mit der positiven. Die Person, die ich jetzt erwähne, ist im Finale. Steff. Ja, Mann! Fand ich eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung. Allerdings, und das ist das Unangenehme an Leons Aufgabe, er muss jetzt auch noch jemanden direkt rauskegeln. Und das war, wenn man so möchte, ein bisschen ironisch, wenn man in den bisherigen Sendungsverlauf betrachtet. Erik, es tut mir leid, Mann. Alles gut, ganz kurz, alles gut, alles geht. Ich muss ganz kurz meine, lass mich ganz kurz in Ruhe. Wirklich. Also ist Erik jetzt zweimal weitergewählt worden, um dann am Ende, ganz kurz vor dem Finale, doch noch rauszufliegen. Ach, wisst ihr was, wenn es einen Trash-Gott gibt, ne? Manchmal macht er schon lustige Dinge. Erik fand es aber nicht so cool. Ich hab so viele Spiele gewonnen hier. Ich flieg jetzt raus. Es gibt kein Spiel, wirklich. Es gab seit 3 Spielen, gab es keine Spiele, wo man sich helfen konnte. Die ganze Zeit von anderen Leuten abhängig. Das Scheiße, es kotzt mich an. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe die Chance zu gewinnen. Aber es lag nicht in meiner Hand irgendwie die ganze Zeit. Oh, Erik, aber weißt du was? Wie wäre es denn, wenn wir alle in der Community einen Euro spenden, damit du mal einen Schauspielkurs machen kannst, damit es nicht mehr ganz so lächerlich wirkt. Aber okay, Erik war dann auf jeden Fall auch draußen. Dann mussten Dani und Leon aber nochmal eine Entscheidung treffen. Und ich bin ganz ehrlich, ne? Bisschen hat sich die Folge an dieser Stelle wirklich gezogen, weil das hat alles ewig gedauert. Ihr könnt froh sein, dass ihr hier mein Video habt. Dann müsst ihr das ja nicht in voller Länge gucken. Komm, du hast es verdient. Dani, ich sag dir, doch. Jeder von uns hätte es verdient. Ja, komm. Ich bin nicht so. Ich könnte mich selber nie wählen. Nimm dich. Dani, ich sag dir, du hättest es genauso verdient. Ich schwöre dir, du hättest es auch verdient. Nein, mach. Kämpf für uns. Brutal, Dani. Brutal. Krass, Alter. Sie hat sich gegen den Einzug ins Finale entschieden. Und das fand ich auch wieder wirklich cool von Dani. Und dann ist was passiert und wie gesagt, deswegen mag ich das Format. Das sorgt nämlich wirklich dafür, dass man manchmal seine Handlungen ein bisschen hinterfragt. Steff hat nämlich was sehr Positives über Dani gesagt und das darf man ja nicht vergessen. Die beiden haben sich vor der Ausstrahlung richtig gehasst wegen der alten Fehde. Aber das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Das hat heute, glaube ich, nochmal bewiesen, dass sie sich wirklich verändert hat. Und ich hoffe es einfach, dass die Hater da draußen jetzt wirklich einfach mal still sind, mir inklusive. Damit hat Dani jetzt vielleicht einen Fan mehr und ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt vielleicht ein Fan von mir wirst oder zumindest ein Abonnent. Wäre super cool, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Demnächst gucken wir uns, wie gesagt, auch den Dschungel zusammen an. Und dann war es endlich soweit und es hat bis hierhin wirklich lange gedauert. Das große Finalspiel. Und da hat ProSieben sich eigentlich was ganz Cooles einfallen lassen. Ihr müsst heute eine Skischanze erklimmen, nur mit Hilfe eines Seiles. Der Startschuss für dieses Wettrennen fällt in genau einer Stunde. Sieger ist, wer die Glocke zuerst läutet. Doch Achtung! Es gibt noch eine Möglichkeit, wie ihr die Glocke schon vorher erreichen könnt. Innerhalb der nächsten 60 Minuten könnt ihr Nadeln in den Heuballen vor euch suchen. Nadeln? Jede gefundene Nadel bringt euch 10 Sekunden Zeit. Seid ihr der Meinung, ausreichend Zeit für einen Aufstiegsversuch gesammelt zu haben, könnt ihr bereits vor dem offiziellen Start euer Glück am Seil versuchen.
Ich muss ja sagen, ich fand die Location auf jeden Fall total cool. Und die Nadel im Heuhaufen zu suchen ist natürlich auch ganz nett. Auch wenn es sehr lange gedauert hat, bis das funktioniert hat. Und an dieser Stelle merkte man, ja, das Spiel hat auch ein bisschen was mit Taktik zu tun. Scheiße. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten findet dann auch Christine ihren ersten Zeitbonus. Steff legt direkt nach, nur Leon ist noch auf dem Strohweg. Nach und nach wurden dann immer mehr Nadeln im Heuhaufen gefunden und deswegen entschieden sich Leon und Christine auch, es zu versuchen, an die knapp 42.000 Euro zu kommen. Und das wurde mega knapp. Alter. Ist Leon damit schon ganz draußen? Nein, denn er hat ja theoretisch noch ein bisschen Zeit. Aber Christine ist ganz kurz vor der Glocke. Und ich bin ehrlich, ich hätte sie ja schon ein bisschen gegönnt. Auch sie ist also nach unten gestürzt, dann wurden noch fleißig weitere Nadeln gesucht. Am Ende kam es dann aber zum Final Clash. Alle drei waren gleichzeitig am Tau. Nur einer kann gewinnen. Ja, und da hat es sich dann vielleicht wirklich positiv ausgewirkt, dass einige Personen eben nicht einen ersten Versuch hatten, bei dem sie viel Kraft verloren haben. Bin ich fast abgerutscht. Ich dachte, ich brech runter. In einer Zeit von 2 Minuten 18 kämpft Steff sich als Erster an die Glocke und entscheidet somit das große Promi-Büßenfinale für sich und gewinnt 43.000 Euro. Ja! Du hast das Ding, Junge! Damit hat Steff also tatsächlich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch von mir. Und wir sind damit auch tatsächlich am Ende dieser Folge und auch am Ende dieses Formats für dieses Jahr. Ich muss persönlich sagen, mir hat es viel Spaß gemacht. Es gab ein paar Folgen, die haben sich ein bisschen gezogen. Gerade jetzt die letzte Folge. Bei der muss ich ganz ehrlich sagen, es waren mir ein bisschen zu viele Spiele und ein bisschen zu wenig Action zwischen den Kandidaten. Aber gerade die ersten Folgen und die ersten Büßen fand ich wirklich mega stark. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich das im nächsten Jahr wieder kommentieren darf. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erklärt. Ich sage es aber sicherheitshalber nochmal dazu. ProSieben und ich sind immer so ein bisschen in Verhandlungen. Ich würde auch nächstes Jahr gerne mehr Formate mit denen machen. Vielleicht auch mal sowas wie irgendwas von Sat.1, also Promi Big Brother oder Beauty and the Nerd wäre auch total cool. Wenn du mir dabei helfen magst, hilft wirklich ein Abo. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie nur so dahingesagt oder so. Und ein Daumen nach oben ist jetzt bei diesem Video natürlich auch nicht ganz unwichtig. Und streng genommen musst du das sowieso wieder tun, denn sonst bist du irgendwann auch mal mega angewiesen auf Dani Büchner. Ich weiß nicht, ob du das möchtest.